George Crumbs Dark Angels ist musikhistorisch eines der wirklich atemberaubendsten Kammermusiken, die jemals geschrieben wurden. Es stellt ganz enorme Anforderungen an die Spieler. Sie müssen ihre Instrumente auf unterschiedlichste Art und Weise spielen, reflektieren können. Und es ist dabei komprimiertestes, bestes Musiktheater. Mit Black Angels, es war ein Stück, bis zu diesem Zeitpunkt gab es ein solches Streichquartett nicht und danach glaube ich auch nicht mehr, was auch bei Crumb gerade mit diesem Stück sehr, sehr ungewöhnlich ist, beziehungsweise außergewöhnlich ist, dass er ein hochgradig intellektuelles Werk extrem emotional umgesetzt hat. Darum ging es mir in erster Linie in dieser Reihe, Stücke zu führen oder Stücke einzuführen und auch die Reihe damit zu eröffnen, die in der Lage sind, ein besonders großes Spektrum an Versinnlichung der musikalischen Materie darzustellen. Ich denke, dass gerade die zeitgenössische Musik in den letzten 30 Jahren so enorm reichhaltig ist, gerade auch global betrachtet, Grenzen sprengend, dass sie verlinkt ist in alle möglichen musikalischen Stilrichtungen. Und dem möchte ich gerne Rechnung tragen.